ich musste nichts wegblenden. Egal, weiter geht's. Weiter geht's. Ja, ich hab nämlich keine Zeit. Tada! Naja, worüber könnte man noch reden? Ah, ich habe am meisten Gebäude zerstört. Ja, deswegen Einheiten technisch wahrscheinlich. Ich habe gar nichts zu trinken, hier fällt mir gerade auf. Ich hingegen schon. Was scheiße. Hol ich mir aber nach dem Match. Ach das. Dienstag, Mittwoch, wir könnten die heute noch bis Mittwoch machen. Ja, ist auch. Danach noch eins und dann passt das eigentlich. Ach ja, Spiegelung. Auch so eine Karte. Wobei, wir hatten in der letzten Aufnahme ganz gute Erinnerungen daran. Da haben wir nämlich 2 Siege in Folge drauf geholt, wenn ich mich nicht irre. Spiegelung? Mhm. Kann sein. Weiß ich gerade nicht mehr. Ich bin Protoss momentan auch ganz gerne. Das war halt die typische Standardtaktik. Wobei, Unsterbliche sind halt... Ne, gegen das, was die gebaut haben, wirklich unsterblich. Ja. Protoss. Ich Dankeschön, bin, danke. GGHF. Bei mir ist halt so, ich spiele mittlerweile, das habe ich als Toss irgendwie nie gespielt, wenn der Gegner halt Schaben gespielt hat, halt auch viele, viele Unsterbliche. Ja, das ist echt stark. Die sind generell gegen gepanzerte Einheiten einfach... Pff. Vor allen Dingen hier Kolossi und Co., die machen einfach kurz einen Prozess damit. Oder gegen... Sind auch super gegen, Ultras. Super gegen Ultras sind sie auch. Jetzt habe ich direkt auf 10 gepumpt, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, scheiße, habe ich mit Pylon einen zu spät gesetzt. Einmal da. Und einmal da. Dass wir den zusätzlichen Pylonen, ist mir klar. Oh, da kam schon eine Einheit entgegen. Ich hab's gesehen. Ich mach wieder Dreier Gate und ja, der ist auch Protoss. Mehr! Mehr! Mach dich fertig! Chong, Kacheng! Stirb! Lass ihn in Frieden. Der ist aber nicht wirklich abgehauen. Nein, er steht da vorne. Und jetzt greift er, glaube ich, dein Gate an, oder? Nö. Aber der hat hier ein Warp-Gate zuerst gesetzt, also... Das ist übrigens wieder vierfach... Nee, dreifach Protoss ist es. Freust du dich ganz besonders bestimmt drüber? Warum? Naja, Protoss-Einheiten im Vergleich zu Zerg-Einheiten sind schon ordentlich stabil. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh. Zupf dich. Ja, was macht er da? Der hat einen Fail-Movement gesetzt. Ich hab grad richtig dicken Fail gemacht. Was setzt man nochmal nach der First Hatch? Richtig, Pool. Den Pool. Was hat der Yoshi vergessen zu setzen? Den Pool? Richtig. Da, wo er sich hinverzieht, das habe ich mir direkt gemerkt. Komm schon, werd fertig, scheiß Cybernetic-Core. Hopp, 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 hopp. Ich brauche jetzt eine Einheit. Mann, 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 Mann. War gedauert. Baut da unten einen Pylon hin, die Pissnake. Wo baut er einen Pylon hin? Da. Bin ich mir 100% sicher, dass nämlich seine, ist sein Worker nämlich hin verschwunden. Was sollte er sonst da machen? Echsen? Bei uns. Ja. Ergibt Sinn. Das ist die neue Nerf-Taktik. Auf jeden Fall. Ach, leck mich, ich hab wohl genug. Faszinierend. Nun gut. Da ist er. Da ist er, die Pissnäcke. Und du verlierst gerade deinen Worker, du Arsch. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja. Ach, komm wieder hier hin. Ich muss exen. Ich bin hier in den Schatten. Ich hasse das hier zu exen, ne, auf der Map. Der eine ist im Vorteil, weil der sozusagen eine Safe-Hexe hat hier. Meine ist voll im am Arsch. Deine zu beschützen ist halt schwierig. Ja, vor allem als Protoss. Ja. Weil man ja so schnelle Einheiten hat als Protoss. Ihr habt
Naja, ich kann keinen Bunker und sowas setzen. Ja, du kannst halt nur Cannons bauen. Ja, und die sind die schwächsten Abwehreinheiten, die es gibt im Spiel. Die können zwar als einzige Einheit beides angreifen, aber beides nicht richtig. So, und jetzt kommt hier hinten mein Pylon hin. Hier hinten in der Ecke. Eine Einheit darf trotzdem weiter da unten bleiben. Ich habe 3 Units, wie sieht's bei dir aus? Keine einzige. Weil ich auf etwas Bestimmtes gewartet habe. Okay. Macht mir Hoffnung und so. Nicht. Ja. So, ich habe jetzt 4. Ich pump gerade. Ich habe voll den Mini-Supply. Wie sieht's bei dir aus? 51. 38. Wobei, das ist bei dir mehr an der Echse drin. Oh, da kommen sie. Das ist viel. Ich hab viel zu wenig. Ich auch. Tja, schlechtes Scouting führt zu so einem Kram. Das stimmt allerdings. Vor allem als Zerg lange warten ist auch immer so eine Sache. Die sind einfach nicht geäxt, dagegen kommen wir schon nicht mehr an. Ich hasse sowas einfach nur. Glaubst du ernsthaft, dass ich das nicht durchgehen lasse? Willst du mich verarschen? Weißt du, dass ich 2000 Minerals hab oder so? Kannst du eigentlich nicht mehr. Können wir nicht mehr machen. Also ich zumindest nicht. Ich hab halt keine Base mehr. Nee, das sind viel zu viele. Nee, aber Yoshi hat auch fucking viele Ressourcen gehabt, habe ich gerade gesehen. 200 hatte ich. Okay, ich hatte 1200. Da kommt aber noch ein Match dran, das war ja wohl arm. Ja, ich hatte halt keine Einheiten, ne? Weil direkt... Ich brauche als Protoss ein bisschen Zeit. Ich habe die Ressourcen, die in Einheiten geschafft haben, habe ich einen Exe. Wie kommt der dann eigentlich auf mehr Ressourcen wie ich? Weil der jetzt, wo du keine dann gebaut hast, hat er ja abgebaut. Will ich eigentlich gar nicht. Ich will den anderen da sehen. Da waren auch Unsichtbare schon bei. Ja, ich weiß, aber die habe ich größtenteils getötet. Der hat gar nicht geäxt. Von Anfang an gepumpt. Der hat nicht geäxt, der eine. Der hat in seinen 10 Minuten nicht geäxt. Tja, das sind die Ressourcen, die... Der hat auch keine Forge oder so gebaut. Da waren nur die 3 Gates und das war's. Und die hat er die ganze Zeit sehr lots gepumpt. Durchgepumpt. Die hat er durchgepumpt, ja. Die hat er durchgepumpt. Das heißt, das Jenseits-Match ist noch nicht vorbei. Also... Ich hasse sowas ja, ne? Ja, der hat 3 Gates gemacht und dann gepumpt. Ja, es sind genau... Ne, es sind 4 Gates sogar gewesen. Und nichts gebaut, nichts! Nichts anderes, nur die 4 Gates und dann zirkelte Zwielichts die T und dann kamen noch 2 Unsichtbare raus. Versorgungstanker. Berg und Toss. Ja. Alter, das war ja mal widerlich. Nein. Ja, wir haben nicht gescoutet. Ich bin als Protoss nicht so gut im Scouten. Mein Beobachter kam, aber der war viel zu spät da. Ja. War
Das war wieder so, boah, wir sind als Zerg-Protoss-Kombi, finde ich uns schlecht, aber da war, sind wir in dieser Season generell super kacke als Zerg-Protoss. Ja, und ich bin Zerg. Spiegelmatch. Ja, nur dass ich als Zerg schlechter bin wie als Protoss. Aber ich bin offensiver wie du als Zerg, also so früh umgepustet werden kann ich nicht. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum man immer scouten sollte. Aber wer hätte denn ahnen können, dass sie so einen durstigen Kackmist machen? Das war ja sogar... war ja schon mehr als... ja. Traurig. Und das sind Leute, die haben dann hinterher an den hohen Ligen richtig Probleme, wenn die Leute dann ab sowas locker geschmeidig abwehren können. Weil dann können die nur sowas und sind ja oder weil die Leute dann selber die ganze Zeit halt scouten, ne? Ja, die sind halt Late-Game-Müll gewesen. Wahrscheinlich dann. Oh, der andere Zerg kommt. Boah, komm, ich brauche eine Drohne, verdammt. Wehe, du machst bei mir jetzt irgendeinen Scheiß. Könnte ja, was weiß ich nicht, was bei mir bauen, theoretisch. Er geht halt nur scouten. Gehst du gerade auch scouten? Ja. Das war verkackt. Das war verkackt. Hätte locker meine Ex abwenden können. Irgendwie, er hätte mich einfach nerven können. Nö. Sehe ich den nicht. Der hängt jetzt bei mir oben in der Base, der Arsch. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Wir brauchen mehr Mineralien. Hast du den vorher abgebrochen? Ja. So schön explodiert in dem letzten Moment. Ja, würde ich auch sagen. Der sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Sah echt ganz schön lustig aus, muss ich zugeben. Spielen wir gegen Protoss, Protoss eigentlich? Nein, Protoss Zerg. So ein richtiges Vergnügen, also, wa? Ja. Mein Gott, werd fertig, komm. Kann ja wohl nicht angehen. Komm schon, ein paar Zerglinge pumpen. Deswegen kann ja nicht so früh kommen. Ich muss ja eigentlich mit dicker Verspätung kommen. Ich brauche einen Overlord. Ich brauche einen Overlord. Ich brauche einen Overlord. Gehen wir nochmal beim Protoss rein. Einfach mal schauen, was der so hat. Ja. Ja, ich pump ja Overlords. Hui, paar Dinge. Leider ohne Speed, weil Speed kommt immer erst ein bisschen danach bei mir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, schneller, danke. So. Direkt danach gehe ich auf. Lol. Deine Cannon ist doof gesetzt, Jung. Deine Cannon ist echt doof gesetzt. Hi. Ah, das ist Mining Time. Metamorphose abgeschlossen. Interessant. Was denn? Er hat hier eine Probe. Unsere Streitkräfte, die einfach nichts tut. Aber der hat schon das dritte Mal geäxt. Wer? Der Zerg. Die ist sogar schon fertig. Und da kommt Stachelkabler und Co. und Queen und alles. Also der Zerg von dem gibt richtig Gas gerade. Das heißt aber auch, dass er jetzt gerade keine Army hat. Vielleicht. Da waren Zerglinge. Ganzer Haufen Zerglinge. Ich schmeiß auch meine dritte Echse. Wenn ich die gesehen habe, muss ich Konter-Echsen.
Jetzt habe ich gleich ein Problem. Hydra-Bau kommt bei mir jetzt. Mir fehlen Worker. Healing Upgrade für Overlord, ja. Da ein. Da ein. Da ein. Ich will bei mir da vorne nicht exen, weil der bei mir schon da ist. Wir brauchen mehr Overlords. Gute alte Overlord-Problem. Ich habe vor Cyber mal oben schon mal ein Banning-Nest gebaut. Ich weiß ja nicht, worauf die gehen. Ja. Ich konnte so unglaublich viele Schaden machen. Unglaublich. Eine. Zwei. Geraten. Meine haben jetzt ihr Speed-Upgrade. Was eigentlich ganz praktisch ist. Ich glaube, der Zerg geht auf Mutas. Weil wahrscheinlich, wenn er schon dreimal geäxt hat. Genau, das meine ich nämlich. Wenn der schon dreimal äxt, dann... Ich will ja auch auf Hydras gehen, aber kostet gerade so ungemein viel Ressourcen für mich. Hydras sind so schweineteuer. Ich kann 4 Stück machen. Die haben kosten ja quasi so Minerals wie eine Muta. Ja. Aber ich denke mal, dass er das gemacht hat. Naja, ein Mutter ist schon teurer als eine Hydra. Ja, 50 Gas mehr, sonst alles gleich. 1000-mal beweglicher wie meine Hydras. Ja, das stimmt allerdings. Wir brauchen mehr Overlords. Jetzt habe ich schon wieder das Overlord-Problem. Wir brauchen mehr. Ah, oh, ich schick mal meine Schaben los. Ja, ich gehe gerade schon scouten mit einem Elo Phoenix. Nicht genügend Energie. Top Idee, der kann wenigstens nicht wegknippeln, beziehungsweise wenn es ist los. Ja. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Alter, wie der pumpt. Oh, Hydras Bane-Dinger. Das ist sein Konzept. Und Roaches. Ja. Da kommt gerade Mass Roaches. Oh, Roaches sind so günstig gegen meine Hydras. Ja. Mutation abgeschlossen. Wir brauchen mehr Overlords. Das nervt so mit den Overlords, ne? Ja. Ja, ich hab 70er Supply. Ja, ich hab 77. Ich werd aber jetzt noch auf Ultra langsam hintacken. Wir brauchen mehr Mineralien. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Nein, Schaben. Hier bleiben. Sofort. Bewegt euch dahin. Da bleibt ihr. Ich brauche euch nicht. Metamorphose abgeschlossen. Ich brauche mehr Gas. Oh, die Waffen-Upgrades sind durch. Finde ich gut. Mach, schieb mir direkt das nächste hinterher. Und direkt Schwammstock. Und noch mehr Hydras. Wir brauchen mehr Mineralien. Na, mehr Mineralien. Ich habe Angst vor Baning. Ich brauche unbedingt gepanzerte Einheiten. Da kommen halt Ultras genau richtig. Ich hoffe zumindest, dass das was wird. Ich schleim mich halt nicht nach vorne. Ja. Mach mal noch ein zweites Spiel. Ich brauche noch einen dritten Evo Chamber.
Nein, ich brauche einen dritten Evo-Chamber. Schon recht und so. Passt schon. Mecker doch gar nicht. Nein, ich aber. Ich brauche noch eine vierte Base. Hopp. Echsen. Gas anpflanzen. Wir lassen die zu lang machen. Ja. Da kommen sie! Und es ist viel. Du solltest schnell zu mir kommen. Wir brauchen mehr Overlords. Ja, sie kommen jetzt zu mir. Wir treffen uns hier unten, wa? Ja. Ja, mein Overlord ist abgeräumt worden. Ich kann richtig nachpumpen, wenn ich nicht die Overlord-Debatte hätte. Boah, das ist voll viel. Ja, ich weiß. Aber Hüter sind stärker wie Roaches. In der DPS. Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr von meinen Hydras. Und ich pumpe gerade einen richtig großen Haufen nochmal nach. Ja, in der DPS. Ich hab jetzt die zwei Upgrades gleich durch und wir haben es abgewehrt bekommen. Den einen. Der andere hat gar nicht mitgekämpft. Lol, der hat das Speed Upgrade, meine nicht. Mutation abgeschlossen. Jetzt sind meine gerade offiziell Speed upgraded worden. Wir brauchen mehr Vespingas. Ich brauche echt mehr Vespingas, verdammte Scheiße. Da kommen sie wieder. Ich sehe es, aber diesmal beide. Ja. Aber diesmal ist das nicht so viel. Ja, aber meine Armee ist schon tot. Die sind nämlich auch schon bei 2-2 Upgrades und das aber ist meine Unsterblichen schnetzeln sich dadurch. Das ist gut. Bei mir kommen jetzt Ultras. Ich habe aber auch schon wieder... Ich habe auch schon wieder ordentlich gepumpt. Ich brauche viel mehr Gas. Alter, Alter! Der hat richtig dick nachgepumpt. Mein Ultralisken-Bau braucht zu lang und diesmal räumen die dich auch übel ab. Oh lol, die haben richtig viel von mir abgeräumt bekommen. Ich habe zu wenig Vespin für den ganzen Scheiß, es fuckt gerade voll ab. Mehr Kotzen! Die pumpen jetzt die ganze Zeit nach. Ja, da sind sie schon wieder. Alter, ich hab jetzt die Resources für meine Ultras. Jetzt reicht's mir. Jetzt kommen Ultras von mir. Mit dem Mineralienfeld und dem Erschöpft ist eigentlich jetzt schon egal, weil ich eh schon woanders bin. Oh lol, guck mal, was da ist. Die haben meine Base hier gesehen. Da kommen sie wieder. Auch Unsterbliche. Aber die sind um einiges schwächer. Befinden sich im Kampf. Wir brauchen... Ah, wieder zurück. Wieder zurück.
Ich hab grad 0-0 Minerals, weil das alles in Ultras umgemünzt wird. Da kommen meine Ultras, zieh dich zurück. Die kommen nämlich sonst nicht durch. Sehr nice gemacht von meinen Ultras. Sehr nice. Oh, die braucht Lebensenergie. Dann kotzt sie doch mal an. Hab dich vor. Queen! Heilen! 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 So, jetzt habe ich aber noch mehr davon. So, und jetzt sind meine Bersis richtig gefährlich. Jetzt haben die nämlich ihr scheiß Upgrade. Nice one. Guck mal, die sammeln sich da unter uns. Unsere Streitkräfte. Ja, toll. Obwohl ich die Gold habe, krieg ich keine Minerals. Muss nochmal exen. Weißt du, wie viele Minerals gerade bei mir für meine Ultras drauf gehen? Viele. Sau viele. Metamorphose abgeschlossen. Wir brauchen. Ich brauche hier unten mehr Worker. Alter, ich hab. Da oben sind die nämlich. Die sind über uns da. Ja. Guck, jetzt greifen sie mich an. Scheiße. Wir müssen gleich angreifen. Guck mal, viele Ultras ich hab. Die haben 3-5er Upgrade jetzt gleich. Geil, aber ja. Ja, da kommen sie, scheiße. Ja, müssen wir uns dahin begeben. Ja. Ich hab kein Pferd. Ich komme gerade zu dir. Guck mal, viele Ultras ich hab. Ich hab die Minerals aber nicht mehr, um das so. Ja, genau deswegen. Warte, lass deine Ultras. Die haben den Boden. Die haben halt da oben den Vorteil. Meine Ultras können da nicht hoch. Ja, ich war. Hinten, hinten. Ich seh's. Geh zurück. Zurück, zurück, zurück. Deine Unsterblichen sind meinen Einheiten im Weg. Jetzt habe ich ein Problem. So, jetzt geht's los. Oh, hallo, sagt hallo zu meinen. Und wie die sich da durchschnetzeln. Tut mir fast leid. Nein, tut's mir nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, da kommen sie von der anderen Seite. Ja. Okay, go. Alter, wie ich die Ressourcen nicht hab. LOL, tötet doch den Unsterblichen mit. LOL. Ey, da ist ein Ultra bei mir. Der hat gar nicht mitgekämpft. Scheiße, jetzt sitzt du wieder hinten. Ja, und dann greifen wir an. Die Arschgeigen haben mir. Wir greifen jetzt an. Ja, müssen. Heil den, der keine Lebensenergie hat. Top. Heil den nochmal. Und dann könnt ihr euch verziehen, Ultras. Los. Ja, nochmal. Go. Erstmal hier gucken. Ja, da steht einer. Ich komme jetzt hier durch, das ist mir so egal. Oh, Jun. Ich gehe gerade mal kurz zurück, damit du auch kämpfen kannst jetzt. Kommen wir zurück, wir gehen erstmal die Echse plätten, weil von hier oben haben wir auch einen Vorteil. Ich muss gerade Echsen. Ja, deine Ultras werden gerade weggeschnitzelt. Ja, ich weiß. Ich habe die Ressourcen nicht, um nachzupumpen. Ich habe viel Gas, aber keinen Minerals. Ah, das ist okay so. Der hat zu wenig.
Meine Ultras haben jetzt halt ihre 5er. Und vor allen Dingen, was das geilste ist, das. Was? Du kannst dich eingraben. Achso. Haben meine Ultras wenig HP? Grabe ich die ein. Was? Hast du Resources? Minerals? Wie viel? Nicht viel, so viel du abgeben kannst, weil einer meiner Ultras kostet halt 300, ne? Ups. So. Ja, damit konnte ich wenigstens 2 bauen. Oh, Lufteinheiten! Wie viele Lufteinheiten? Eine. Oh. Aber dagegen kann ich trotzdem nichts machen. Ja. Ich hab aber Hetzer. Ja. Ist das echt der Mutterschiffkern, der da angreift? Ja. Oh. 22 Worker. Und hopp rüber mit euch. Kommt von hinten. Ja, ja. Das ist nicht mal die Hauptarmee von dem. Nein. Ich weiß. Die steht nämlich immer noch irgendwo da oben. Ja. Ja. Wäre auch nichts mehr gewesen. Ich habe noch Zerklinge nachgefunden gegen die Unsterblichen. Ach. Nur für alle Fälle. Ach. Weiter Sieg in Folge. Ja. Oh, wie viele Punkte ich habe. 116.000, 60.000 Einheitenpunkte. Was? Nee, das war der erste Sieg. Stimmt, gerade wir haben wir doppelt verloren. Boost. Ja. Ja. So. Nee, wir hatten Freitag, Montag und das war, glaube ich, Dienstag, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich dann, glaube ich, erstmal. Wollen wir stoppen hier? Ja. Okay, Leute, wir verabschieden uns von euch und schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder ist. StarCraft 2 mit mir und dem Yoshi. Dann. Haut rein. Ciao, ciao.